be here making the bill from 10 euro. The Ausland behörde, the land crisis, and crisis as well. Fordern von Flüchtlingen, bevor die ihre Landkreis verlassen. In Sachsen-Anhalt wurde umgesagt, dass also es gibt eine Lockerung wegen der Impfpflicht. Nein, wir brauchen keine Lockerung. Wir sagen einfach, Abschaffung der Impfpflicht, einfach. Lockerung brauchen wir nicht. Wir sind da. Präsident Fleisch, abschaffen. Präsident Fleisch, abschaffen. Abschaffen. Ich sage nochmal, Polizeigewalt muss aufhören. Wir werden fordern, dass die Polizisten auch, ich sage nochmal, die Polizisten auch in Sachsen-Anhalt einen Namen oder eine Schild tragen. Wir werden weitermachen. Wir werden den Innenminister informieren. Der muss das machen. Die Residenzpflicht besagt, die Aufenthalt für Flüchtlinge ist nur in dem Bezirk, die im Bezirk bei Landkreis gestattet, in dem sich die zuständige Ausländerbehörde befindet. Der wiederholte Verstoß gegen diese Pflicht letztendlich wird mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder hohen Geldstrafen geahndet. Die Ausländerbehörde kriminalisiert Menschen, die sich ganz naturell frei bewegen möchten. Die Residenzpflicht wurde 1982 im Asylverfahrensgesetz festgeschrieben. Und dadurch schränkt der deutsche Staat Flüchtlingen in allen Bereichen ihres Lebens weitgehend ein und benutzt diesen Paragraphen außerdem dazu, um Flüchtlinge systematisch zu kriminalisieren und rassistisch motivierte Kontrollen zu rechtfertigen. Bullen rennen in den Zügen rum, rennen in der Stadt rum und Leute, die nicht deutsch weiß aussehen, werden kontrolliert auf den Pass haben. Sie werden von Anfang an kriminalisiert und es wird angenommen, das sind Leute, die illegal in Deutschland sich aufhalten. Das nennt man Racial Profiling. Und unter anderem zu Ärzten, Rechtsanwälten, Familienangehörigen, welche sich außerhalb des Landkreises befinden, zu gelangen, also um einfach Freunde zu besuchen und zum Arzt gehen zu können, müssen Geflüchtete eine Verlassenserlaubnis beantragen bei der zuständigen Ausländerbehörde. Wir demonstrieren gegen die Willkür der Behörden, gegen die rassistischen Sondergesetze für Geflüchtete und für ein gerechtes Leben in einer Welt ohne Grenzen. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. Wir waren nochmal in Mexiko. Haben wir eine große Demo auch dort gemacht. Am Bahnhof, was ist passiert? Mehr als 20 Neonazi. Ich sag nochmal, mehr als 20 Neonazi hat unsere Sohn Demo zerstört. Die glauben das, sie werden uns abschaffen. Aber sie haben uns abgeschafft. Wir sind stärker. Danach, wir sind weg, die Kranken. Am Dorfplatz in Mexiko sind extra die Neonazi unverfolgt. Und Außerbehörde hat geglaubt, dass ich werde diesen Kampf abgeben oder nicht mehr machen. Das ist eine Lüge. Die müssen nochmal forschen, mit wem sie haben zu tun. Ich bin selbst aus Togo. Die deutsche Kolon war bei uns, wir haben die gejagt. Diese Geschichte ist da. Als ich bin selbst aus Togo. Wir werden weitermachen, damit Residenzpflicht abgeschafft wird, auch in Sachsen-Anhalt. Es gibt auch den Prozess hier im Fall Uri Diallo, der vor ein paar Jahren in Polizeizelle in Dessau verbrannt von Polizisten. Aber wir werden immer hier kommen. Das ist nicht der Anfang.